Hallo Freunde von Wasander, und zwar alle Freunde, die das Fliegen lieben. Ich bringe euch ein Video und es ist ein Jägervideo. Und gleich am Anfang habe ich hier mal eine Slow Motion versucht einzufügen. Das funktioniert aber mit meinem Programm hier anscheinend wohl nicht ganz so gut. Ich konnte die Geschwindigkeit nur auf 50 der normalen Geschwindigkeit reduzieren, um das Video langsamer abspielen zu lassen in der Sequenz hier. Und bei dem nächsten Anflug auf das Ziel habe ich dann einmal die Zoom-Mechanik probiert. Aber es wird total unscharf, also es bringt auch nicht recht viel als Gag. Aber da werden wir noch ein bisschen dran üben. Vielleicht kriegen wir ja sowas noch mal schöner hin, dass es besser ausschaut. Ja, wer ist denn eigentlich da? Naja, natürlich euer PVP, okay. Und ich habe jetzt ein Jägervideo gedreht, aufgrund dessen, weil ich einen Kommentar bekommen habe, ich möge doch nicht laufend nur Bomber Videos einstellen hintereinander, sondern ein bisschen Abwechslung würde nicht schaden. Der Kommentarschreiber hat natürlich vollkommen recht. Man sollte nicht da so einseitig sein. Und deswegen habe ich mich jetzt mal auf die Jäger gestürzt und habe gleich mal angefangen mit einem Premium-Flugzeug, und zwar ist es der Jäger Spitfire LF MK9 aus dem amerikanischen Baum, und der hat ein Battle Rating von 5,3. Ich kann zu den Jägern eigentlich nichts sagen. Ich weiß nicht, welcher Jäger ist gut, welcher Jäger ist schlecht. Denn da kenne ich mich noch etwas zu wenig aus. Ich weiß nicht, wie schnell sind die anderen Flugzeuge. Wie hart kann der Turn geflogen werden. Welches Flugzeug von welcher Nation ist da wieder besser im Turn. Eventuell noch die Steigrade etc. und bla bla bla. Was es da so alles eben zu berücksichtigen gibt. Ich bin froh, dass ich überhaupt in der Luft bleibe, sagen wir mal so. Und habe natürlich am Anfang erst einmal versucht, hier zwar mit dem Jäger in das Zielgebiet zu kommen, was im RB-Modus ja eigentlich erst einmal nicht so schwierig ist. Im AB habe ich die Fliegerei eigentlich gleich aufgegeben, weil da sind ja gleich, was weiß ich, 15, 16 Flugzeuge auf einen Haufen, und da habe ich also null Chancen. Auch wenn ich so andere Videos berücksichtigt habe, dass man halt nicht gleich sich dem Schwarm zu sehr nähern sollte und sollte von außen her versuchen, einzelne Flugzeuge anzugehen. Da habe ich nochmal hier so eine Vergrößerung eingebaut. Aber es ist doch etwas zu unscharf, also ich muss mir da nochmal Gedanken machen, wie man mal so einzelne kleine Schnipsel sinngerecht einfügen kann. Gut, bei dem Jäger jetzt hier zum Beispiel, der hat also auch eine Möglichkeit einer Bombe zu tragen. Wobei ich hier also schon ein paar Mal geübt habe, die Bombe sachgerecht zu platzieren, und den Baum habe ich. Den habe ich nicht übersehen. Ich habe den einfach nur unterschätzt.
Ich habe gedacht, ich komme da vielleicht noch drüber. Und da haben sie mir vor der Nase weg das Ziel abgeschossen, die Base. Da hätte ich nämlich noch ein Bömpchen draufschmeißen können. Aber nichtsdestotrotz, ich habe dann noch ein paar Ziele gefunden. Aber wie gesagt, es gibt hier also kein Hilfsmittel, um die Bombe zielgenau irgendwo ins Zielgebiet reinzusetzen. Man muss das also wirklich abschätzen. Und dazu braucht man also sehr viel Übung. Ich werde also mal in den nächsten Tagen und Wochen, werde ich mal aus bestimmten Höhen heraus die Bombe abschmeißen und dann mal sehen, wo sie landet und mir dann mal das notieren, aus welcher Höhe es am sinnvollsten ist. Ich schätze mal so um die 200 Meter und dann wie viel oder wie weit vor dem Ziel muss man sie ausklinken, um annähernd an das Ziel ranzukommen. Wer da zufälligerweise schon genug Erfahrungen gesammelt hat, möge es mir doch bitte in den Kommentar schreiben, dann tue ich mich vielleicht auch etwas leichter. Ja, nachdem dass ich also mit meinen Bömpchen hier keinen Erfolg hatte, habe ich mich dann mal hingewagt an die bösen roten Kampfflieger und habe dann mir gedacht, okay, die greifen alle von oben an, dann schauen sie, dass sie das gegnerische Flugzeug vor sich haben. Hat alles so schön ausgeschaut im Video. Das habe ich dann auch mal hier bei diesem Flugzeug, habe ich das geschafft, konnte mich dann hinter das Flugzeug setzen. Und wie ihr seht, ja, ich schieße halt hier Bom, Bom, Bombs. Und was treffe ich? Luft, Luft, Luft. Und kein Flugzeug. Ich habe ihn zwar dann nochmal irgendwann erwischt, aber ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich kein geeigneter Jägerflieger und werde mich da auch nur ganz langsam rantasten können, weil das Hauptaugenmerk liegt eben mal bei mir auf die Panzer. Und um hier wirklich gut fliegen zu können, muss man sich doch wirklich eingehend mit dieser Materie beschäftigen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man unbedingt einen Fluglehrer braucht, also Übung macht auch den Meister, tätig sagen. Und je öfters, dass man fliegt, ich habe ihn jetzt einmal getroffen, bekommt man das wahrscheinlich auch irgendwann mal wesentlich besser in den Griff. Es gibt ja wahrscheinlich dann immer diese Standardsituationen, dass man entweder ein Looping fliegt, um sich hinter den Gegner zu setzen, oder der Gegner rollt sich nach rechts oder links ab und geht in Steilflug hoch oder runter. Also es gibt ja eigentlich da nicht, sagen wir mal, allzu viele Möglichkeiten. Man muss sich halt einfach nur wissen und auch beherrschen zu fliegen. Und da fehlt es bei mir also noch himmelweit. Und ihr seht auch, dass ich das Video hier zusammengeschnitten habe aus verschiedenen Matches. Auf jeden Fall spielt das alles mehr oder minder, glaube ich, so in dem asiatischen Bereich. Und da eigentlich sage ich jetzt einmal, wäre doch das einfach kinderleicht gewesen, diese drei BF-110 abschießen zu können. Vor allen Dingen, ich war ja relativ nah dran, ne? Aber ich weiß nicht, bei mir funktioniert das alles nicht so richtig. Ich stelle mich also doch irgendwie zu tappert an. Und das sind ja drei herrliche Ziele. Wo man also gut Punkte hätte machen können. Und irgendwann geht einem ja die Muni aus und dann geht halt nichts mehr.
Ja, ihr werdet natürlich jetzt in euch hineinlachen, wenn ihr das seht, wie lang dieser PVB-OK hier mit diesen Flugzeugen rumfliegt und da nichts vom Himmel holt. Das ist schon Schand, gell? Also ja, ich glaub's euch, weil wenn ich so die anderen Flieger alle gesehen habe, ja, da wollte ich meine Bombe abschmeißen, hab sie abgeschmissen und hab auch getroffen, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, oder? Moment. Ja doch, eine Bodeneinheit zerstört. Da habe ich Glück gehabt, dass die Bombe genau da hingefallen ist, wo sie hin sollte. Ja, und dann die Flak schießt natürlich auch wie Sau. Und dann hat mich natürlich noch einer erwischt, logischerweise. Und schon war wieder der Käse gegessen. Ja, natürlich habe ich die langen Anflüge zum Zielgebiet habe ich natürlich rausgeschnitten, weil es gibt ja bei mir da noch recht wenig Interessantes zu sehen. Da habe ich mir also da diesen bösen Feind habe ich mir da noch mal rausgesucht hier und habe gedacht, den fliegst jetzt hinten nach und schießt den ab. Aber in der Dunkelheit habe ich die Maschine nicht gesehen, habe ich bloß den Punkt gesehen. Also ich sage mal, die Anforderungen in dem Flieger-Game hier sind schon ganz andere als wie als Panzerfahrer. Also hier muss man wirklich gut fliegen können. Ich habe ihn zwar hier mal getroffen, aber meistens eigentlich daneben gesammelt, ne? Immer unten drunter unter das Flugzeug. Ja, naja, wird schon noch werden. Aber wie gesagt, viele Jägervideos werde ich nicht machen. Mit Masse werden die Panzervideos kommen. Und zwischendrin wieder mal ein Bombervideo. Bräuchte halt den Fluglehrer wahrscheinlich, schätze ich mal, der da mit mir das immer alles so mal richtig durchübt. Ich habe auch das Fingerspitzengefühl nicht, hier mit der Maschine irgendjemanden so gut hinterher fliegen zu können, dass ich da treffe. Gut, ich habe da zwar noch mein Bömmchen an Bord, glaube ich, ja doch. Also ist die Wendigkeit der Maschine und die Geschwindigkeit der Maschine auch nicht so gut gegeben wie ohne Bombenlast. Aber nur wegen dem schmeiße ich doch mein Bömmchen nicht weg, wenn ich es vielleicht noch irgendwo verwenden könnte. Naja, und dann hinter mir fliegt natürlich auch schon wieder einer, der mir an den Kragen will. Da habe ich ihn noch einmal treffen können. Ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt an dem Video. Vor allen Dingen hoffe ich, dass ihr euch da nicht über meine Dummheit hier totgelacht habt, weil ihr sollt ja noch weiterhin Videos von mir anschauen. Vielleicht werden sie dann etwas besser, wenn ich ein bisschen geübt habe wieder. Ja, dann sage ich erst einmal recht herzlichen Dank, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, zuzusehen, wie ich mich hier in einem Fliegervideo anstelle. Und schon ist der Flügel ab. Dann sage ich Dankeschön und schreibt einen Kommentar. Zieht ein Abo, Daumen nach oben. Oder schreibt einfach, lass doch das Fliegen sein. Bringt da nichts, du schaffst es ja nicht. Gut, das war's. Dann wünsche ich euch selber noch viel Spaß bei euren Spielen.
Bis demnächst, euer PVB. Okay.